Ja, komm, komm, ist ja gut. Alles gut. Danke, dass du mir hilfst. Ich habe jemanden auf der Intensivstation Überfall schwer verletzt. Ich brauche eine zweite Meinung. Könntest du ihn dir bitte mal anschauen? Sange. Ich habe einfach nur verschlafen. Nachmittags um 3, ja? Ja. Anna, dein Großvater wird beerdigt. Hör endlich auf, mich dauernd anzugreifen. Was glaubst du eigentlich? Ich greife dich nicht an. Warum sprichst du nicht mit ihr darüber? Sie muss endlich Verantwortung übernehmen. Papa, das ist Otto. Hallo. Was machst du? Ich mach dies und jenes und alles Mögliche. Bulle! Was machst du da für einen Scheiß? Komm her! Oh, hallo? Papa, komm her und hilf mir! Hier war jemand und überall ist Blut! Komm sofort! Anna! Was ist denn hier los? Anna, mein Scheiß, ist alles in Ordnung? Papa! Wo hat sie das Zeug her, das sie nimmt? Sie kommt mit oder die Polizei wird erfahren, dass du Drogen besitzt. Tja, mein Freund, du entscheidest, was du machst. Aber du solltest auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Können wir reden? Okay. Hier, das sind 3 Millionen. 3? Die bekommst du, wenn du dich heute noch von Anna trennst. Ist dein Papa zu Hause? Ja. Leg dich nicht mit mir an. Bring das in Ordnung, verstanden? In Ordnung? Was meinst du? Papa, ich liebe ihn. Ich bin wahnsinnig verliebt in ihn. Hast du mich nicht verstanden, du Arsch? Und wenn es ihr eigenes Kind wäre?